vor 12 Monaten war er noch bei uns im Anfängerkurs und jetzt tut er so, als hätte er schon jahrzehntelang Erfahrung und will ein Coaching anbieten. Aber warum macht er uns diese eine Sache nicht nach? Warum? Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe. Und heute sprechen wir über einen Markt, den wir hier im Kanal noch nie angesprochen haben, nämlich über Kupfer. Kupfer, ein ganz, ganz wichtiges Metall. Kann man da aber auch die Optionen handeln? Meine allerersten Erfahrungen damit jetzt hier im Video. Es gibt ja eine ganze Palette an Märkten, die wir mit Hilfe von Future-Optionen handeln. Und dazu gehören natürlich auch die Metalle. Das heißt, so etwas wie Gold, wie Silber, das handeln wir schon seit Jahren rauf und runter, Calls und Puts in allen möglichen Varianten. Jetzt ist es natürlich aber auch so, es gibt eine Reihe von Metallen, die kann man nicht handeln. Beispielsweise Platin oder Palladium. Und ein Markt, den wir zwar seit Jahren beobachten, aber wo wir immer ein bisschen traurig waren, dass wir ihn nicht handeln konnten, das war Kupfer. Und zwar deswegen Kupfer auf der einen Seite ein sehr, sehr wichtiges Metall. Es wird ja auch Dr. Inflation genannt. Ne? So nach dem Motto, geht der Kupferpreis nach oben, zieht die Inflation an, geht der Kupferpreis nach unten, fällt sie eher. Und aus meiner Beobachtung heraus habe ich einfach festgestellt, dass Kupfer sehr, sehr schöne Bewegungen macht. Nun war es allerdings leider so in den letzten Jahren, dass die Kupferoptionen so illiquide waren, dass man sie eigentlich nicht handeln konnte. Ne? Es gibt ja ein paar Märkte, wo man sagt, okay, das sind schon die Futures so ein bisschen fragwürdig, aber die Optionen dann gleich gar nicht. Und wenn man sich hier mal einen Chart anschaut von Kupfer, einen längerfristigen Chart, dann sieht man ja auch, dass der an sich schon schöne, trendige Bewegungen macht und da möchte natürlich man als Optionshändler auch mit dabei sein. Kupfer selbst wird an der COMEX gehandelt. Die COMEX ist eine Börse in New York, die wiederum zur NYMEX gehört. Die NYMEX gehört wiederum zur CME Group, der größten Terminbörse der Welt. Kupfer wird auch gehandelt in London an der LME, an der London Metal Exchange. Aber wir beziehen uns ja in der Regel immer auf die amerikanischen Terminkontrakte. So, ein Kontraktumfang von Kupfer umfasst, also der Future umfasst 25.000 amerikanische Pfund. Ein amerikanisches Pfund ist ja ein bisschen weniger als ein deutsches Pfund. Wer mal genau die Konditionen nachlesen möchte, was also in so einem Kupfer-Future alles drin ist, der schaut am besten auf die Seite difin.de. Haben wir ja schon ganz oft auch genannt, eine sehr, sehr tolle, kostenfreie Seite. So, wie schaut es jetzt mit den Optionen aus? Wenn man verschiedene Quellen sich anschaut, dann bekommt man ein bisschen unterschiedliche Hinweise auf die Liquidität dieser Optionen. Auf der einen Seite, und das blende ich euch auch hier mal ein, haben wir bei eVolatility die Angabe, dass am Tag etwa 125.000 Futures gehandelt werden, also richtig viel, dagegen nur 500 Optionen. Geht man auf die Seite der CME Group und schaut bei denen nach, dann bekommt man so ungefähr die Angabe, naja, da werden etwa so 800 am Tag gehandelt. Ne? Also 500 versus 800. Jetzt würde ich nichtsdestotrotz sagen, bei 800 Optionen lieber mal die Finger weg, das ist zu wenig. Aber, und jetzt kommt das Aber, es hat ja in den letzten Jahren ein paar Veränderungen gegeben. Und eine der Veränderungen war, dass die CME in verschiedensten Bereichen ihren Pit-Handel komplett eingestellt hat. Das heißt, die Pits, ne, da wo die Leute noch standen, wo man gegenseitig noch Geschäfte miteinander gemacht haben, der wurde wegrationalisiert. Es geht alles in die elektronischen Märkte hinein. Und an der COMEX wird seit 2015 nicht mal mehr die Optionssparte im Pit gehandelt. Das heißt, seit 2015 gibt es an der COMEX keinen Pit-Handel für Optionen mehr. So, und das heißt, dass jetzt plötzlich die ganzen Optionen rüber in den elektronischen Markt gegangen sind. Und wenn man hier sich das Ganze anschaut, das Symbol, wer es mal selber überprüfen will, in der TWS ist HG. Da sieht man, dass plötzlich dass man über die Globex, also das elektronische Handelssystem der CME Group, dass da plötzlich ganz vernünftige Bid- und Ask-Preise für die Kupferoptionen gestellt werden. Ne? Also früher waren die hier
ewig weit auseinander, so wie es heute auch noch bei einigen ist. Also beispielsweise auch Benzin oder Heizöl kann man relativ schlecht handeln. Wir haben das vor vielen Jahren noch über die PITs gemacht, haben wir angerufen. Jetzt geht das nicht mehr. Und wenn eben im elektronischen Markt die Spreads zu weit auseinander sind, kann man es nicht handeln. Bei Kupfer ist es jetzt dagegen so, dass die Spreads doch relativ eng sind, also so, dass man ganz vernünftig handeln kann. Und deswegen habe ich jetzt Folgendes gemacht. Und zwar, ich habe jetzt zum allerersten Mal vor ein paar Tagen meine allererste Kupferoption gehandelt. Das heißt, ich habe ein Konto genommen, ein Privatkonto von mir, und habe da meine ganz normale Analyse gemacht und gesagt, okay, jetzt handle ich mal eine Kupferoption. Und ich muss sagen, das ging sehr, sehr gut. Also ich konnte sehr schnell diese Option, habe ich sehr schnell eine Ausführung bekommen. Ich habe auch nicht gemerkt, dass die Market Maker irgendwie fortspielen. Aber jetzt muss ich sagen, das war natürlich auch ein sehr, sehr ruhiger Tag. Wen es interessiert, diese eine Position hat eine Positionsgröße von etwa 0,1%. Ne? Also das heißt, selbst wenn jetzt die Option komplett gegen mich läuft und sich verzehnfacht, verliere ich 1% meines Kontos. Also das wäre überhaupt nicht dramatisch. Und ich will das jetzt ganz einfach hier mal ein bisschen ausprobieren. Das heißt, ich handle jetzt die Option ein wenig hin und her. Das heißt, ich schiebe sie mal hoch, ich schiebe sie mal runter, ich gehe in eine längere Laufzeit, in eine kürzere Laufzeit. Und das ist eben dann das Schöne, wenn man dann ein bisschen Erfahrung hat, dass man dann einfach mal Dinge machen kann, nur um es auszuprobieren, bevor man dann wirklich richtig reinsteigt. Und mich erinnert das so ein bisschen an den Sport, ne? Also wenn jemand anfängt mit Joggen, dann ist er ja froh, wenn er eine kleine Runde rennt und dann wieder im Ziel ankommt, also da, wo er wieder hinkommen will. Wenn jemand dagegen schon richtig aktiv ist, ne? Wenn der gute Konditionen hat, dann läuft er vielleicht irgendwo und denkt sich, Mensch, wo geht's denn hier diesen Weg lang? Keine Ahnung, probierst es doch mal aus. Warum? Er weiß ja, dass er genügend Konditionen hat, um das einfach mal zu testen, ohne dass er Gefahr läuft, jetzt ist sich hier völlig zu verlaufen. Und so ähnlich ist es jetzt hier. Das heißt, die Neueinsteiger, die jetzt noch ein kleines Konto haben, die auch noch nicht viel Erfahrung haben, die sollten weiterhin vor solchen Märkten von solchen Märkten erst einmal die Finger lassen. Wer aber jetzt schon Erfahrung hat, also wer ein paar Jahre schon profitabel, das ist eine Bedingung, also wer seit ein paar Jahren profitabel handelt, wer auch eine entsprechende Kontogröße hat, der kann jetzt durchaus mal versuchen, auch mal so einen Markt mit zu handeln, aber eben wie gesagt, Mini Größe, ne? Also nicht nur ein kleines Lot, sondern ein Mikrolot, ne? Also wirklich das kleinste, was da geht, auch weit entfernt, und dann wirklich auch mal testen. Es geht bei so einem Trade nicht darum, ob ihr Gewinn macht oder Verlust, sondern es geht darum, dass wir herausbekommen, wie verhalten sich diese Optionen, wenn es mal gegen uns läuft? Weil immer wenn Optionen nicht so liquide sind, ist es ja relativ einfach, in ruhigen Zeiten eine Position zu eröffnen. Wie ist es denn aber, wenn es mal zu schwierigen Zeiten kommt? Ne? Also wenn mal plötzlich schnelle Bewegung kommt, man hat eine Position unter Druck, komme ich dann wieder raus oder komme ich dann nicht raus? Und das werde ich jetzt in den nächsten Tagen und Wochen einfach mal testen. Das heißt, ich werde mich auch mal ganz bewusst gegen einen Trend stellen, um einfach die Option unter Druck zu bringen, um zu sehen, was passiert mit den Spreads. Gehen die auseinander? Komme ich dann gut raus und so weiter? Also das werde ich jetzt alles mal in den nächsten Wochen ausprobieren. Und ich werde euch dann hier an der Stelle das auch dann berichten, kann man jetzt Kupferoptionen handeln? Vom aktuellen Stand aus, was ich jetzt in den letzten paar Tagen so mit den ersten ein, zwei Trades erlebt habe, jawohl, man kann es tun. Es funktioniert, aber es ist quasi noch nicht unter Stresstest gelaufen. Ne? Und das ist natürlich wichtig, dass man das am Anfang auch noch mit hat. Und als allererstes werden es natürlich wieder unsere Kunden erfahren, mit denen, die bei uns im Coaching sind. Da werden wir das mit den großen Kunden als allererstes mal live dann mit zeigen. Und dann hier kommt es dann später auch im Kanal. Also dann, Kupfer. Merken wir uns also vor, unsere Palette erweitert sich. Ne? Das ist ja etwas, was wir in den letzten Jahren immer mal gemacht haben. Wir haben viele neue Märkte dazu genommen. Wir haben den Nikkei in Osaka dazu genommen. Wir haben den AEX in Holland dazu genommen. Und ich bin mir sicher, wir werden auch in Zukunft noch weitere interessante Optionsmärkte finden, um einfach unsere Palette, die wir handeln können, ein bisschen zu verbreitern, um die Wahrscheinlichkeiten noch mehr in unsere Richtung zu ziehen. Das war's für heute. Wenn ihr spannende Märkte habt, wo ihr sagt, Mensch, gibt es darauf Optionen, könnte man da auch was handeln, dann schreibt mir das mal in die Kommentare und dann schaue ich mir das gerne mal für euch an oder vielleicht handle ich sie ja bereits. In diesem Sinne, euch viel Erfolg an der Börse. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.